Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und ja, yeah, jetzt werden wieder Battlefront Maps getestet. Also immer noch, seit 2 Jahren oder 3 oder so. Naja, Kriegsburg Castle. Nochmal kurz so, ich hatte eigentlich gesagt, das hatte ich sogar jemandem Battlefront Ingame gesagt, dass als nächstes, ich glaube, Big Battle 2.0 kommen sollte. Ich kann die Map leider nicht finden. Wäre nett, wenn du mir einen Link schicken könntest. Ich habe eine Map gefunden, die heißt Big Battle 2, aber die sieht sehr, sehr ähnlich aus zu der ersten Big Battle Map. Wer sich nicht daran erinnern kann, Big Battle waren einfach zwei riesige Armeen, die aufeinander zugeheizt sind und sich gegenseitig verkloppt haben. Und die Map war ziemlich langweilig. War zwar lustig, aber langweilig. Und die Map, die ich da gefunden hatte, die war, ja, so gut wie dieselbe. Naja, und wir haben hier Kriegsburg Castle, die ist ganz lustig. Wir haben Kriegsburg und Freiburg, das ist natürlich super. Wir haben Ritter und mit der Armbrust jemanden. Wir suchen jetzt mal aus, was cooler aussieht. Ich glaube, der hier sieht cooler aus. Sanitäter! Wir dürfen nicht ständig Kommandoposten verlieren. Sie kommen näher! Sie flankieren uns! Hey, Ich sollte die vorsichtig! Team jetzt ausschalten. Wir haben einen Kommandoposten unter Kontrolle. Kommando-P-P-P-P-Posten. Halt die Klappe. Ein bisschen leiser hier. Muss uns zu schreien. Wir haben einen Okay. Kommandoposten dazu gewonnen. Oh, wir regenerieren Beide uns, haben glaube ich. einen Das ist schön. Kommandoposten eingenommen. Die Es ist sind schwierig zu richtig gut erkennen, hochgegangen. wer der Wir Gegner dürfen nicht ist. ständig Kommandoposten Verdammt. verlieren. Okay, wir nehmen mal den mit der Armbrust. Ich glaube, mit dem bin ich besser. So, wer von euch Heinis hier ist ein Feind? Du. Oh, du bist tot. Der Feind hat einen weiteren Kommandoposten unter Man hat hier Kontrolle. leider so das Wir Armbrustbildchen haben die so Kontrolle über einen im Kommandoposten Bild verloren. sozusagen, aber das ist bei manchen Mod-Maps so. Lad Wir nach. haben einen Kommandoposten unter Kontrolle. Wir haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Wir haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Aber der Feindliche muss jeden einzelnen Verstärkung Schuss ist da. nachladen. Wir Das ist dürfen zwar nicht ständig realistisch, aber. Kommandoposten verlieren. Ha, getroffen. Oh, und ihm steckt der Pfeil im Körper. Nein, lad nach. Wir haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Feindliche Verstärkung nimmt ab. Wir haben die Kontrolle über einen Och, und er ist Kommandoposten tot. verloren. Okay, wo sind hier Feinde? Da ist. Wir haben Der ist einen tot. Kommandoposten unter Ich nehme ja Kontrolle. den Sie Typen hier. verlieren Verstärkungstruppen. Einfach Der durchschlachten. Feind hat einen Kommandoposten Und klick, klick, eingenommen. klick. Es sind übertriebene Mausgeräusche jetzt wahrscheinlich zu hören. Ich höre die selber gar nicht, weil mein Headset so richtig krass abdämmt. Aber ihr hört die immer. Das weiß ich, weil ich gucke meine eigenen Videos natürlich auch an, um zu gucken, ob die gut geworden sind. Aua, das ist doch scheiße. Naja. Können uns die Map eigentlich generell mal so ein bisschen angucken. Ah, ich habe ihn doch bekommen. Glaube ich. Ne, habe ich nicht mehr. Irgendjemand hat mir den Kill geklaut. So, das wird eingenommen Sie hier. flankieren uns. Wir haben einen Kommandoposten verloren. Nein! Ah, oh, man stirbt Wir haben so die Kontrolle leicht. über einen Das ist Kommandoposten heftig. verloren. Okay. Der Feind hat einen weiteren Kommandoposten unter Kontrolle. Habe ich sonst nichts anderes? Nee. Ah, gehen die Typen mit der Armbrust, komme ich wenigstens an hier. Nein! Ich will nicht sterben. Boah, das war knapp. Ah, nein. Falsches Ziel! Ja, sorry. Aber ich habe einen Kill gemacht. Haha. Das ist ganz lustig, als ich Big Battle, als ich die Folge gemacht habe. Da habe ich gesagt, ja, ich habe halt Praktikum und deswegen ist es schwierig. Kann sein, dass wenig Folgen kommen. Mein Praktikum ist vorbei gewesen jetzt vor einer Weile. Aber jetzt muss ich meine Beide ganzen haben einen Praktikumsberichte Kommandoposten schreiben eingenommen. und Der Referat Feind drüber hat halten und einen so ein Quatsch. Kommandoposten eingenommen. Und ich Unsere habe jetzt. Verstärkung wird Aua. aufgerieben. Ungefähr 2700 Wörter bis jetzt geschrieben. Das ist ganz toll. Verpackt in 6 Seiten. An den Und mein Seiten! Plakat ist noch nicht mal angefangen. Wir haben Also da einen kommen noch mal, Kommandoposten eingenommen. Sterb, sterb, weiß sterb! ich, 400 Wörter zu. Sorry für den Teamkill, Junge. Das ist richtig lustig. Deswegen klatsche ich diese Folge hier mal eben so schnell raus und muss dann aber mein Plakat weitermachen, weil ich das Mittwoch vorstellen muss. Also heute ist gerade Montag, glaube ich. Ja, es ist Montag. Und Mittwoch muss das vorgestellt werden. Ich habe jetzt noch heute und morgen, um das zu machen. Und naja, heute will ich die meisten Texte fertig haben. Und danach, dann wird morgen schön aufgeklebt und so.
Oh ja, und üben muss ich auch noch, das vorzustellen. Ich will jetzt nicht so einen ranzigen Vortrag darüber halten, besonders weil ich Politik MLK nehme. Und das wäre nicht so gut, wenn ich den gerade noch nicht kenne. Also wenn ich jetzt so ein scheiß Referat dahin schmiere. Da schmier ich lieber ein scheiß Video hier hin, obwohl ich sollte hier gar keine Scheiße produzieren. Respawn. Wie steht's eigentlich? 46 zu 54. Nein, die Feinde sind besser. Wahrscheinlich wegen meinen ganzen Teamkills, ey. Die Map an sich ist halt nicht ganz nett. So, die Idee ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, ich muss mir mal einen anderen Spawn gleich aussuchen. Boah, wir laufen jetzt einmal hier so durch. Der Typ hat eine Armbrust, glaube ich. Die kriegen wir also leicht kaputt. Sehr schön. Boah, sieht cool aus. Ich gehe mal in freier Kameramodus. Wir haben mehr Zeit. Und hoch. Das dauert. Freie Kamera ist langsam. Ich weiß, dass man die irgendwie umstellen kann, dass die schneller geht, aber. Ja. Okay. Das sieht ganz nett aus, so gesehen. Hier in der Mitte. Das ist cool. So eine fette Megaburg. Hier sind alle die verschiedenen Kommandoposten. Yay. Das ist doch mal nett. Wenn ich jetzt hier runter An jump, den Seiten. kann ich gar nicht. Was ist das hier eine? Ich kann noch Wir haben einen so Power Jump Kommandoposten hier machen. verloren. Nein. Irgendwie muss ich doch hier runterkommen. Hoppala. Ich komme hier nicht runter. Komm, lass mich hier durch. Jetzt verrecke ich irgendwie nur aus irgendeinem Grund. Okay, die wollen mich hier nicht durchlassen. Gut, das kann man nicht ändern. Also nur so, wenn ich so richtig schräg hier runterjumpe. Ich muss jetzt irgendwie Gegner finden, die hier irgendwo sind. Ich Hat aber einen keine Ahnung habe, Kommandoposten wo und wie eingenommen. ich zu denen Wir stecken hinkomme. schwere Verluste ein. Muss ich außen rumlaufen oder was? Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier ist ein feindlicher KP. Den können wir einfach mal einnehmen. Weil mir sowieso gerade langweilig ist, ne? So. Ich kann die Schüsse. Der ist einfach gestorben. Der ist wahrscheinlich von der Komm Armbrust her. erwischt worden. Okay. Schlag mich. Ha! Hab ich dich. Einnehmen. Oh, da ist noch einer gespawnt. Ich block deine Schüsse, mein Junge. Ah, oder doch nicht. Verdammt! Nein. Ich bin jetzt zu zuversichtlich. So, den müssen wir einnehmen. Ich verirre mich natürlich wieder. Hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Da Was soll hinten das werden? ist der KP. Wobei, ne, das ist der Typ, der mich gekillt hat, glaube ich. Ich ignoriere ihn einfach. Ha! Du kannst mich mal. So, jetzt schnell einnehmen, bevor hier weitere Leute spawnen. Und dann latschen wir mal außen rum. Das bringt es wahrscheinlich 5 Minuten außen rum zu latschen, wenn ich dann sofort Wir wieder haben einen verrecke. Kommandoposten eingenommen. Sie flankieren uns. Boom. Okay. Hier sind irgendwelche auf dem Dings drauf. Weiß ich, wie lange das dauert, außen rum zu laufen. Die sind alle da oben. Und sie sterben alle. Nein. Wir werden jetzt die feindliche Burg infiltrieren und den KP hier hinten einnehmen. Und dann spawnen meine ganzen Leute hier und dann werden die von hinten und von vorne durchgenommen. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Ach, das Blocken verbraucht auch Ausdauer. Okay. Was gegen 33. Sehr ausgeglichen. Was ist das da hinten für ein Typ? Gehört er zu mir? Wir haben einen Kommandoposten dazu gewonnen. Den hätten wir. Feindliche Schön. Verstärkung lässt nach. Die sollten jetzt nicht sehr glücklich damit sein, dass ich das eingenommen habe. Oh nee. Na komm. Can't touch this. Sanitäter! Boom. Diesmal hat das Blocken funktioniert. Okay, einnehmen.
Sowas habe ich noch nie gesehen, so Battlefront Ritter Style. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr coole Idee. Ich frage mich, ob da hinten ein Problem ist für die KIs. Da sind sehr, sehr viele feindliche KIs. Das passiert ab und zu so, dass die irgendwo festhängen oder so. Battlefront KIs sind nicht so die intelligentesten KIs überhaupt. Nein, und ich bin tot. Die Schüsse, die Dinger irgendwie, die Leute manchmal hier abziehen, die sind sehr faszinierend. Kommt Leute, lasst euch nicht hängen, ich muss den Kram hier wieder einnehmen. Hätten wir. Ach, ist ja nur ein Bogenschütze. Gut. Dann der hier auch. Hallo, Bogenschütze. Aua, hab ich getroffen. Jetzt muss ich hier wieder runterlaufen. Das ist natürlich sehr schön, dass man diese Dinger hier nicht runterlaufen kann. Einnehmen. Kann sein, dass ich den gerade eben nicht mal eingenommen hatte. Hätten wir. Ich werde besser, ja. Soll ich lieber nicht sagen. Bin ich gleich sehr schnell im Eimer. Oh, die Bogenschützen sind immer einfach zu erledigen. Das freut mich. Ich will das fette Gebäude da rein. Wie kommt man da rein? Aha. Ich habe einen Pfeil in mir drin. Oh, das ist, glaube ich, ein Munitionsspender. Das ist cool. Weil da so Pfeile drin waren, kann ich mir denken. Das Motion Blur-Ding, das sieht so lustig aus. Die Ränder, die verschwimmen, wenn man sprintet. Okay, schauen wir mal, was hier los ist. Die stehen da rum und rollen sich durch die Gegend. Dann helfen wir ihnen doch mal. Aua! So meine ich das eigentlich nicht. Er läuft von mir weg. Vielleicht sind die KIs so richtig passiv oder so. Wo bist du? Oh. Rückzug! Nein. Schön, dass man hier auch mal Leben regeneriert. Fangen wir mal an, das hier einzunehmen. Sonst verliere ich noch. So oft wie ich sterbe, werden wir das verlieren. Bei der Einheitenanzahl, die es jetzt noch gibt. Kann ich das blocken? Na komm, schieß auf mich. Ah, bam bam. Scheint echt nur noch Bogenschützen zu sein, die übrig geblieben sind. Vielleicht durch ihre KI laufen die vielleicht nicht so direkt auf feindliche Spieler zu. Ah, weswegen die dann am Ende länger am Leben bleiben. Sie flankieren uns. Vielleicht haben wir doch nochmal irgendwo einen Typ mit einem Schwert hier. Ein paar KIs laufen hier noch rum. Jetzt sieht das auch so aus, als wenn wir gewinnen würden. Hey, vorsichtig! Hätten wir. Nice. Ich komme. Ja, das hat's ihnen gezeigt. Jo, das hat's ihnen gezeigt. Zwei KIs noch. Wir scheißen jetzt mal auf einnehmen. Die müssen wir suchen. Boah. Die suchen mich. Das hat mich erschreckt. Oh, Sieg. Sieht so aus, als hätte irgendjemand die letzte KI gekillt. Tja. Das war's. Das war eine sehr interessante Map. Mal was ganz Neues. Hat Spaß gemacht. Da werde ich ein bisschen hart ab, obwohl das war gar nicht so schlecht. Obwohl ich, naja, die meisten Kills waren gegen Bogenschützen, also war es jetzt nicht so schwierig. Und drei Teamkills. Mindestens. Eigentlich noch mehr. Na denn. Das war's. Jetzt wird gerendert und ich mache mein tolles Politik-Praktikumsreferat-Plakat-Dingens weiter. Und schreibt noch mal ein paar tausend Millionen Wörter. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.